Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. So, wir sind am Ziel angekommen. Ich werde jetzt hier oben nochmal schnell den Wegschrein freilegen. Und dann schaue ich mal eben, die stehen hier oben. Wir müssen reinschleichen, Kaska. Schleichen. Ihr wisst doch noch, wie das geht, ja? Ich weiß noch, wie ihr das letzte Mal irgendwo reinschleichen wolltet. Sind diese ganzen Kaktusstacheln noch in eurem Hintern? Diese Kaktusstacheln schmerzten nicht so sehr wie euer Verrat, Kaska. Ach ja, mein dritter Verrat an dem Tag. Aber wer zählt schon mit? Okay. Unsere neuen Gefährten leben, um zu streiten. Saji will sich in das Lager einschleichen und Narthiese überrumpeln. Kaska andererseits schlägt vor, dass wir einen Sturmangriff unternehmen und uns ohne Umschweife um ihn kümmern. Ich würde lieber meinen eigenen Ansatz verfolgen. Vielleicht sollten wir uns von Saji und Kaska trennen. In Ordnung. Wir beginnen unsere Suche am Nordeingang. Ich folge euch. In der Zwischenzeit können sich Saji und Kaska ihren Weg zur anderen Seite des Lagers bahnen. Ich überlasse ihre Strategie ihnen. Irgendwelche Ideen, wo wir suchen sollten? Zum Glück hat Saji uns eine Karte des Gebiets überlassen. Ich habe einige Orte ausgemacht, von denen ich glaube, dass sich Narthiese dort aufhalten könnte. Sie sind nämlich verhältnismäßig klar vom Rest des Lagers abgegrenzt. Zumindest können wir auf dieser Route einen Großteil des Lagers durchsuchen. Dann machen wir uns auf zum Nordeingang. Es reicht. Akzeptiert ihr den Plan? Ein hervorragender Plan. Wir schleichen uns von hinten ran, ja? Und wie ich euer Mundwerk kenne, alarmieren wir auf dem Weg sämtliche Piraten in Südwacht. Was? Saji ist ja wohl die Diskretion in Person. Ich verschaffe mir einen Überblick. Wir treffen uns am Eingang des Lagers. Mhm. Ich bin nur gerade ein bisschen abgelenkt, Sai. Also ihr seht hier in Elsweyr immer diese Drachen rumfliegen. Das habe ich ja schon mal erwähnt, dass das die Bossgegner sind. Weltbosse, die es hier gibt. Muss jetzt nur mal eben gucken, sucht nach. Oh, ich komme hier nicht rein. So nicht, mein Freund, so nicht. Mershöhe. Achso, haben wir schon was bekommen? Von dem Punkt hier? Das sah mir jetzt nicht so aus. Doch, anscheinend schon. Na gut. Hier noch links. Hier auch nicht. Such nach Narthiese Meers. Müsste da hoch sein, oder? Jetzt bin ich dir so schön am Befreien. Jetzt hätte ich natürlich direkt die Quest mitmachen können. Die war hier aber gar nicht. Wo ist denn der jetzt? Ein Stück hinter uns. Also in die Richtung irgendwo müsste der sein. Ne, jetzt ist es wieder hier oben. Hallo? Oder ist das der, der jetzt hier weggelaufen ist? Keine Spur vom Dunkelelfen. Gehen wir nach Norden. Achso. Wieso sagst du das nicht vorher, Sai? Ganz ehrlich. Ich dachte, der muss jetzt hier stehen und wir müssen jetzt gucken und... Das ist gar nicht das, was wir brauchen. Das ist wieder was ganz anderes hier, wo ich gerade bin. Nach Norden heißt, glaube ich, hier so runter. Genau. Perfekt. Keine Bewegung. Was ist denn? Er hat die Tür versperrt. Bleib zurück. Schnell jetzt, ihm nach. Wo ist er?
Ach, Hallöchen. So kann man einen Dieb auch fangen. Wanderin, wie schön. Seht, wen Sashi gefunden hat. Warum sagt ihr nicht Hallo? Bitte, Sashi, lasst Kaska mir nicht die Kehle rausreißen. Ich halte Wache, während ihr Natise verhört. Schon gut, schon gut. Ich gebe es zu. Ich habe die perfekte Sprung gestohlen und hierher nach Südwach gebracht. Aber ich habe das Schiff nicht mehr. Wirklich nicht. Was meint ihr damit, dass ihr das Schiff nicht mehr habt? Ich habe das Schiff verkauft an Admiral Irati. Doch noch haben sie nicht die Segel gehisst. Das Schiff liegt immer noch am südlichen Anleger vor Anker. Irati ist noch nicht einmal mit dem Verladen der Sklaven fertig. Ihr habt das Schiff also an eine Sklavenjägerin verkauft? Ich... Hab ich Sklaven gesagt? Oh, ich Dummerchen! Ich meine Fracht! Sie verladen die Fracht! Ich würde niemals ein kaschitisches Schiff an eine Sklavenhändlerin verkaufen! Falls ihr lügt, wird das ziemlich offensichtlich sein. In Ordnung, ja. Irati ist eine Sklavenjägerin. Doch ich schwöre, ich wusste das erst, nachdem ich ihr das Schiff schon verkauft hatte. Bitte, ihr müsst mir glauben. Ich bin hier unschuldig. Das werden wir noch sehen. Sashi versichert euch, dass niemand einen Groll hegt. In unserem Geschäft lernt man schwimmen oder man geht unter, ja? Tschüss. Und da oben ist er. Stimmt ja. Ihr könnt nicht schwimmen. Das lief haargenau wie geplant. Was ehrlich gesagt eine Art Premiere für Sashi sein könnte. Meint ihr, Natis wird ertrinken? Sashi zählt darauf. In Elsweir ist kein Platz für Sklavenjäger. Doch am Meeresgrund gibt es mehr als genug Platz für sie. Vielleicht wird sich Kenarti sogar Narthises erbarmen und ihn dorthin geleiten, wo Dunkelelfen in solchen Fällen hingehen. Er könnte die Wahrheit sagen. Vielleicht hat er nicht gewusst, dass Irafi eine Sklavenhändlerin ist. Es gibt keinen einzigen Seefahrer in der Topalbucht, der nicht von Admiral Irati und ihren Praktiken gehört hätte. Viele Khajiit mussten ihretwegen leiden. Doch jetzt haben wir eine Gelegenheit, ihr dieses Leid heimzuzahlen, ja? Was schwebt euch vor? Oh, ihr wollt einen Plan? Nun, dieser Plan sähe so aus, dass... Sashi und der Bärtige werden die Sklavenjäger fortlocken. In der Zwischenzeit wird euch Kaska helfen, die perfekte Sprung zu sichern. Wir finden uns wieder zusammen, sobald die Luft rein ist. In Ordnung, ich gehe mit Kaska, um euer Schiff zu sichern. Ja, und wenn wir jetzt ein bisschen schnell noch sind, können wir nämlich noch eben eine Truhe hier mitnehmen. Die habe ich eben schon gesehen, aber ich möchte da natürlich auch nicht unterbrechen. Weil wenn ich auf diesen Charakter bin, dann möchte ich tatsächlich nur die Story spielen. Das sollte sich als nützlich erweisen. In erster Linie und nicht nach allem gucken, was man so findet. Auch wenn man es natürlich gerne mitnimmt. Obwohl sich alles in mir dagegen sträubt, glaube ich, wir sollten uns an Sashis Plan halten. Außerdem ist es am besten, wenn ihr dabei helft, das Boot zu sichern. Wir wollen ja nicht, dass unsere neuen Freunde ohne uns lossegeln. Glaubt ihr, sie werden ihr Angebot, uns zur Insel zu segeln, zurücknehmen? Sagen wir einfach, dass ich diese Möglichkeit nicht ausschließe. Aelia Renmus wirkt wie eine ehrbare Frau, doch im Beurteilen von Charaktereigenschaften mag sie vielleicht nicht die beste sein. Halten wir aber fürs Erste unseren Teil der Abmachung ein. In Ordnung, dann begebe ich mich sofort zum Schiff. So, das wäre, wir müssen dann quasi erstmal wieder zurücklaufen oder kann ich hier außen rumlaufen? Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Ich denke mal, ich kann hier auch außen rumlaufen. Hoffe ich zumindest. Ja. Natürlich nicht, wenn ich den ganzen Gegnern hier an die Hände falle. So. Hallöchen.
Müssen wir da jetzt drauf? Ja. Ich veräppel, du dämlicher Skewer. So, oben, unten, links, rechts, da oben. Entfernt dieses Radschloss, sonst können wir nie hier raussegeln. Ja, würde ich gern, jetzt. Ist aber auch ein geiles Schloss. Es ist schön, zu Hause zu sein. Wir sollten nach Senschal segeln, ehe Verstärkung eintrifft. Eine hervorragende Idee. Hey, Wanderin, bringt uns hier raus. Okay. Diese wusste, dass der Kapitän die Sprung zurückbekommt. Ja, ich würde sagen, da ist auch die verlorene Mannschaft. Ich habe von der Mannschaft erfahren, was geschehen ist. Ich bin froh, dass ihr zur Stelle wart, um dabei zu helfen, die Sprung zurückzuholen. Ich glaube nicht, dass Saji den Verlust seines Schiffs sonderlich gut vertragen hätte. Wo wir gerade von Saji sprechen, hat er eingewilligt, euch zur Insel zu bringen? Ja, wir sind jetzt kurz davor, die Segel zu setzen. Das freut mich zu hören. Ich wusste, dass Saji euch nicht enttäuschen wird. Und ich komme mit euch. Wenn dieser Drache Senschal angreifen will, möchte ich dabei helfen, ihn zu besiegen. Außerdem bin ich mir sicher, dass ihr die zusätzliche Hilfe brauchen könnt. Was, wie könnt ihr uns helfen? Ich kann gut mit einem Bogen umgehen. Hört zu, ich bin mir der Risiken bewusst, glaubt mir. Aber diese Stadt ist mein Zuhause. Ich kann nicht einfach zurückbleiben und darauf hoffen, dass ihr diese Bedrohung aufhaltet. Nicht, wenn ich helfen kann. Ich werde nicht einfach nur dastehen, während mein Vater und meine Freunde in Gefahr sind. Alles klar. Willkommen an Bord. Wir brechen demnächst auf. So, dann sollen wir nochmal mit der Mannschaft sprechen. Hier kennen wir ja zum Beispiel noch gar nicht. Diese putzt. Ihr könnt beim Putzen helfen oder ihr könnt aufhören, diese zu stören. Was macht ihr für Captain Saji? Was auch immer gerade gemacht werden muss. Putzen, wischen, zustechen. Manchmal sticht diese erst zu und wischt dann hinterher auf. Außerdem ist Gisbari für ihr heiteres Wesen bekannt. Hurra! Seht ihr, Gisbari ist sowas von heiter. Sowas von heiter. Okay, die kennen wir auch noch nicht. Sahar, ihr wartest, der uns zurück auf die perfekte Sprung gebracht hat, ja? Habt Dank dafür. Sie mag nicht viel sein, aber die Sprung ist schon sehr lange unser Zuhause. Sogar schon bevor Saji ihr Kapitän wurde. Ihr seid auf der perfekte Sprung gesegelt, bevor Saji ihr Kapitän wurde? Ja, damals, als das Schiff noch einem ziemlich fiesen Kerl namens Bazahar, dem Bullen, gehörte. Ein herzloser Schinder, dem seine Mannschaft keine Felllocke wert war. Die Sprung war damals beileibe nicht so wund. Und das in mehr als nur einer Hinsicht. Was denkt ihr darüber, dass Saji euer Captain ist? Was könnte man daran nicht mögen? Er hat Respekt vor seiner Mannschaft und vergewissert sich, dass wir alle gut versorgt sind. Und er freut sich stets sehr auf jedes neue Abenteuer. Das ist tatsächlich ein bisschen ansteckend. Dennoch weiß Sidura nicht, ob dieses Schiff ohne Casca wirklich segeln könnte. Wie meint ihr das? Sidura wird nicht abstreiten, dass Saji sehr gerissen ist, wenn er es darauf anlegt, aber es ist Casca, die dieses Schiff über Wasser hält. Sie setzt Ausbesserungsarbeiten an, behält unseren Proviant im Blick und bezahlt die Mannschaft. Und sie sorgt natürlich für unser aller Sicherheit. Diese hat sie bisher noch keinen Kampf verlieren sehen. Okay, wo ist der Rest? Basti, mach mal den Weg frei hier. Ich muss gucken. Mit Casca muss ich noch sprechen. Das mache ich gleich. Ich gehe erstmal hier. Den gehen wir auch noch nicht. Ich schätze, der Kapitän hat die Sprung zurückbekommen. Das tut er immer. Er hat sie nicht zum ersten Mal verloren, wisst ihr? Was macht ihr für Captain Saji? Im Grunde alles. Wenn es den alten Dirge nicht gäbe, würde dieses Schiff unter dem Gewicht von Dreck und Seepocken versinken. Nicht, dass das einem dieser Lumpen auffiele. Genug Getratsche. Ich muss nachsehen, in welchem Zustand die Sprung zurückgekommen ist. Also er ist eher so der technische Typ, so wie ich das verstehe. Und die andere ist halt am Putzen. Casca. Ihr seid wacker, das muss ich euch lassen. Reicht es, um einen Drachen zu erschlagen? Das werden wir sehen.
Wie fühlt ihr euch angesichts eurer anstehenden Drachenjagd? Die Chancen stehen nicht gut. Wir kennen die Insel nicht. Wir haben keine Ahnung, wie stark der Drache ist. Wir werden aus dem Stegreif handeln müssen. Und das geht nur selten gut aus. Ihr müsst nicht mit uns kommen. Ihr könntet in St. Charles bleiben. Und darauf warten, dass dieser Drache die Stadt bis auf die Grundmauern niederbrennt? Nein, es ist besser, im Kampf zu sterben, als hinter einer Mauer zusammengekauert das Zeitliche zu segnen. Außerdem sind wir Schmuggler. Wir wissen ein, zwei Dinge über Risiken. Anscheinend seid ihr auf das Schlimmste vorbereitet. Irgendjemand auf diesem Schiff muss es sein. Wenn alle nur für sonniges Wetter planen, wie sollen wir da einen Sturm überleben? Trotz der Chancen ist die Sache allerdings nicht hoffnungslos. Wenn wir kämpfen können, dann besteht immer die Möglichkeit, dass wir gewinnen. Das ist richtig. So. Wir haben ja alles abgeschlossen, dann reden wir noch mal eben mit Sai. Da wir uns nun ein Schiff gesichert haben, besteht unser nächster Schritt darin, uns in den Hort des Drachen einzuschleichen. Saji wird auf seinem Schiff bleiben, für den Fall, dass wir einen raschen Rückzug antreten müssen. Kaska andererseits hat darum gebeten, sich unserer Jagd anschließen zu dürfen. Aelia will uns helfen, den Drachen zu erschlagen. Wenn sie ihre Heimat zu beschützen wünscht, sollte sie diese Gelegenheit bekommen. Sobald wir die Insel erreichen, werden wir nach dem Drachen suchen. Zum Glück haben wir das Horn von Yandari, um uns im Kampf gegen die Bestie zu helfen. Das Horn von Yandari? Ehe ich mich nach Elsweyr aufmachte, durchsuchte ich Drachengarde-Refugien nach Waffen und Wissen. Dort erfuhr ich vom Horn von Yandari und wie es von dem Drachen Valokzin gestohlen wurde. Ich fand Valokzins Hort, erschlug die Bestie und holte das Horn zurück. Was ist das Horn von Yandari? Ein Drachenhorn von immenser Macht. Sein Klang zwingt Drachen vom Himmel. Es sollte uns einen großen Vorteil in der Schlacht verschaffen. Ungeachtet dessen könnten wir auf der Insel auf noch mehr Widerstand stoßen als nur auf einen Drachen. Mehr Widerstand? Was meint ihr? Ein weiteres Schiff mit Kurs auf die Insel wurde gesichtet. Ich bin mir nicht sicher, ob seine Mannschaft Freunde oder Feinde sind, aber wir müssen uns für das Schlimmste wappnen. Wir können sofort die Segel setzen. Oder vielleicht wollt ihr euch einen Augenblick Zeit nehmen, um euch mit der Mannschaft vertraut zu machen. Ich habe bereits mit der Mannschaft gesprochen. Setzen wir die Segel für die Insel des Drachen. Sehr schön. Kümmern wir uns um diesen Drachen. Basti, weg da. Ich steuere. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.